Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Inventory Update. Wenn ich mir hier meine Inventory Update Playlist so angucke, dann haben wir schon seit Dezember 23 kein Inventory Update mehr gehabt. Oder ich habe ein aktuelleres, das allerdings vergessen wurde, in diese Playlist hinzuzufügen. Wie auch immer, wir haben einige neue Dinge und über die wollen wir jetzt sprechen. Ja, meine Freunde, wir fangen wie immer bei den Mechs an und im Gegensatz zum letzten Mal hat sich hier doch tatsächlich ein bisschen was getan. In der Zwischenzeit kam nämlich der Seeker raus, den habe ich mir hier geholt und der ist auch schon auf maximalem Level. Ein super, super toller Mech, insbesondere im 2v2 oder halt auch im CPC, aber auch im 5v5, aber insbesondere dann eben auch als Team-Play-Mech. Den kann man auch solo spielen, allerdings performt er da nicht ganz so gut wie im Team, wie ich finde. Ist aber ein super toller Mech. Optisch kann man sich jetzt streiten, wie man den findet. Ich finde natürlich diesen Ring, der da herumwedelt, relativ cool und so. Ja, aber viele mögen ihn auch nicht. Das ist der Legendary Skin, den es jetzt letztens dazu gab, für 35 Euro. Habe ich auch schon schönere gesehen. Aber ja, was soll's. Jedenfalls hier der Seeker. Und dann ist jetzt ganz frisch rausgekommen bei den Helfermechs der Solis, den ich auch schon auf Rang 6 Level 5 habe. Das heißt, er ist fast auf maximalem Level. Für den gibt es leider Gottes noch keinen legendären Skin. Schön fände ich es. Den finde ich echt interessant. Ich spiele ihn gerade ziemlich aktiv im FFA. Da wird es auch noch ein Video zu dem Mech geben. Ich habe ja leider Gottes mein Testserver-Video verpasst, weil ich ja in letzter Zeit so inaktiv war. Und der ist echt cool. Der ist nicht ganz wie Guardian, aber ja, im Endeffekt läuft es auf das Gleiche hinaus. Denn wenn ihr einen gegnerischen Bot blendet, dann schießt er nicht mehr auf euch. Das ist quasi so, als würdet ihr ihn entwaffnen, obwohl er nicht wirklich entwaffnet ist. Sei es wie es sei. Ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Mech. Ich finde den auch optisch tatsächlich ziemlich ansprechend. Ich finde den ziemlich interessant tatsächlich. Außer, dass zwei Kugeln wirklich da hinten rumschweben. Das sieht ein bisschen eigenartig aus, aber die Front finde ich echt cool. Ja, so viel zu den Mechs. Jetzt kommen wir zu den Waffen. Da hat sich ja eine Menge getan. Ihr seht, ich habe von 130 Waffen 129. Das heißt, ich besitze alle Waffen außer die Cryo Javelin 12, die man ja nur über den Raffle-Link freischalten kann. Die habe ich leider noch nicht bekommen. Wir fliegen mal drüber. Kann sein, dass ich ein paar Details vergesse, aber ihr könnt ja die beiden Videos dann miteinander vergleichen. Wir haben die ganzen Fusion Cannons dazu bekommen. Ich glaube, damals hatten wir nur die 12er, da ist es noch die 6er, die 8er, die 10er und die 16er dazu gekommen. Wir haben die Carbine 8 und, die 10er hatte ich damals schon, aber ich glaube, die Carbine 8 noch nicht. Die ist dazu gekommen, die Viper 8 oder Viper 8, wie auch immer ihr wollt. Die ist neu. Dann haben wir die ganzen Voltaic-RPGs, also die 8er und die 14er. Die 16er hatte ich ja auch schon. Die Missile Rack 16 habe ich um 2 Level hoch. Die Disruptoren und Storm Racks habe ich alles mittlerweile am Start. Die 6er, die 8er, die 10er, das volle Programm. Disruptor 12 und 16, beide auf Max. Storm Rack 12 mittlerweile auch auf 6 Sterne. Sehr cool. Die 16er werde ich jetzt dann auch demnächst mal hochziehen und gucken, was sich damit so machen lässt. Storm Rack 12 spiele ich aktuell sehr aktiv auf meinem Aegis oder auf meinem Bastion, wahlweise auch auf Surge. Auf Surge tatsächlich noch am meisten. Ich finde, da ist speziell im Deathmatch wahnsinnig cool, wahnsinnig cool. Das heißt, wir erreichen übrigens hier, wie man oben sieht, auch bald die 60.000 Inventarstärke. Da freue ich mich schon drauf. Weit ist es ja nicht mehr hin. Was die Disruptor angeht, ich glaube, den 12er hatten wir das letzte Mal schon gemaxt, aber den 16er noch nicht. Oder umgekehrt. Einen von beiden hatten wir, glaube ich, schon auf Max. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Die anderen sind natürlich alle vernachlässigungswürdig. Irgendwann werde ich die auch maxen, aber so krass wie Plarium eine Waffe nach der anderen raushaut, werde ich da echt kaum noch hinterherkommen. Ja, bei den Beams haben wir natürlich Particle Beam 8 und 10 und 16 auch, vollkommen klar. Mal gucken, was ich damit anstellen werde, ob ich die irgendwann leveln werde. Denke ich mal, ist halt auch eher sowas Just for Fun-mäßiges, ne? Also bis jetzt nichts, was ich voraussichtlich irgendwie großartig spielen werde. Dann haben wir hier natürlich die ganzen Fragment Guns noch dazu bekommen. Auch die kleineren, die kann man ja ohnehin schon für Credits im im GitHub-System freischalten. Genau, dann auch die ganzen Ember Guns. Ich glaube, ja genau, die 16er habe ich auf 6 Sterne gebracht. Ich glaube, das ist neu.
Und ich glaube, die kleineren Versionen des Repeaters, die dürften auch neu sein. Auch wenn ich mir dann nicht hundertprozentig sicher bin. Den Repeater 16 und den 12er, beide auf 6 Sterne, habe allerdings keine Implantate dafür, glaube ich. Oder ich habe Implantate, aber dafür keinen Piloten damit ausgestattet. Müsste ich mal gucken bei Gelegenheit. Die ganzen Quantum Guns, die mir gefehlt hatten, habe ich jetzt bekommen. Die ganzen M-Rivals habe ich auf Max. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, die kleineren hatten noch gefehlt. Ich glaube, die 10er hat zuletzt gefehlt. Ich weiß nicht, ob die im letzten Inventory-Update schon auf Max war. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle EMs auf Max, genauso wie alle Rails. Dann haben wir bei den zielsuchenden Waffen die ganzen Helix, die noch gefehlt haben, dazu bekommen. Also die 8er und die 10er. Die 12er und 16er hatte ich ja vorhin schon. 16er habe ich auch zuletzt gemaxt. Ich glaube, die sind auch noch nicht dabei gewesen als Max im letzten Update. Ich erwähne es einfach mal vorsichtshalber, wenn nicht, habe ich es halt doppelt gesagt. Mortar natürlich unverändert. Und dann haben wir hier natürlich auch die ganzen Miniguns und die ganzen Chainguns und so weiter. Habe ich auch die ganzen kleineren Versionen mittlerweile. Dasselbe gilt natürlich auch für die Sperrfeuerwaffen. Hier auch die ganzen Podguns. Podgun 12 habe ich mir auch direkt auf 6 Sterne gehauen. Einfach mal zum Testen, so wie das so ist. Sie ist schon ganz witzig. Ich habe mir auch einen Piloten auf die ausgebaut mit den legendären Implantaten. Allerdings muss ich erst noch warm werden mit der Waffe, weil so ganz geil finde ich die jetzt noch nicht. Auch wenn sie es bestimmt ist, wenn man damit umgehen kann. Gut, dann kommen wir zu den Piloten. Da bin ich mir auch unsicher, da habe ich ein bisschen was umgebaut. Sunny ist natürlich neu, den habe ich noch nicht auf Max. Der einzige, den ich noch nicht auf Max habe. Ja, weil Pilotenpunkte sind Mangelware und so weiter und so fort. Hatte ich da schon was drauf gebaut? Ich glaube nicht. Nee, der ist leer. Genau. Ansonsten, Ingrid habe ich jetzt auf Max, aber das war, glaube ich, nicht die letzte, die rausgekommen ist. Das letzte war, genau hier, Val, wie auch immer. Die habe ich jetzt auf Max, da habe ich hier auch meine Podgun-Implantate drauf. Genau. Und, ja, heiße Schnitte. Auf jeden Fall. Die haben wir dann eben auf Max. Und ansonsten hat sich natürlich hier bei den Piloten auch nicht allzu viel getan. Ja, meine Freunde, ich hoffe, das Video war aufschlussreich und ich konnte euch ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, wie es in meinem Inventar aussieht. Ich glaube, beim letzten Mal waren wir noch nicht mal bei 50.000 Inventarstärke. Jetzt sind wir schon bei fast 60.000 Inventarstärke. Es hat sich also echt eine Menge getan. Wir sehen uns dann zu einem weiteren Inventory-Update. Und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.